Dein Glaube hat dir geholfen. Zweiter Tag der Novene zum heiligen Judas Thaddäus. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Unsere Zeit steht vor großen Herausforderungen. Corona-Krise, Klimakrise und so weiter. Emsig bemühen sich die politischen und religiösen Leiter, Rettungspakete zu schnüren und legen schwere Gesetze den Menschen auf. Und immer wieder fragen wir uns, ja, was hilft uns wirklich aus dieser Krise? Wir können auch sagen, wer hilft uns wirklich aus dieser Krise? Ist es nicht die Umkehr zu einem tiefen Glauben an Jesus, unseren Heiland und Erlöser? Wir dürfen immer wieder beten, Herr, ich möchte sehen können, was uns Rettung bringt. Jesus, öffne unsere Augen auf deine rettende Gegenwart in dieser schweren Zeit. Auf die Fürsprache des heiligen Judas Thaddäus, bitte hilf uns. Zweiter Tag der Novene zum heiligen Judas Thaddäus. Angebetet und geliebt, werde das heiligste Herz Jesu in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Gelobt und verherrlicht werde das heiligste Herz Jesu, jetzt und immerdar. Amen. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, wie Matthäus, wie Andreas und Simon, hast du alles verlassen und bist Jesus nachgefolgt. Wo er ging, da gingst du mit. Wo er aß, da aßest du mit ihm. Wo er sprach, da hörtest du ihm zu. Dein Leben mit deinem Meister sei uns Vorbild und sei uns Kraft. Hilf uns, als Christen entschieden zu leben und in den Fußstapfen des Herrn zu gehen. Heiliger Judas Thaddäus, du hast Jesus geliebt. Bitte für uns. Bitte für uns in diesem schweren Anliegen um baldige Befreiung von dieser Corona-Krise. Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Judas Thaddäus fragte Jesus offen, demütig und arglos. Er wollte begreifen, verstehen. Jesus antwortete ihm ebenso offen und zeigte ihm den Schlüssel zum Heil, der jedem angeboten ist. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Selig, wer die Liebe Jesu annimmt und sich für ihn entscheidet. Heiliger Judas Thaddäus, Apostel Jesu Christi, du hast in inniger Lebensgemeinschaft mit deinem Herrn gelebt. Dein vertrauensvoller Umgang mit Jesus sei uns Vorbild. Erbitte uns die Kraft und den Mut, uns mit allen Fragen und immer wieder an Jesus zu wenden und mit ihm zu reden. Amen. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen und Orten übertragen worden ist, und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile,
stärke und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.